Alle, die es noch nicht kennen, wissen es noch nicht. So, wir sind wieder live. Dann wollen wir mal. So, oh Gott, ich weiß nicht, wie das wieder funktioniert. Hier. Test das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Ach ja, ich soll genau. Mal gucken, ob ich auch die Maschinen kontrollieren kann. Lust habe ich ja nicht. Mache ich eigentlich alles lieber zu Fuß, aber. Rom! Hier ist Dolara, deine Schwester! Wo ist Rom? Was brüllt denn da? Wir müssen uns ja ein bisschen was mit Rohstoffen und sowas hier bemühen. Da oben die Troller, ja genau. Ja komm, dann gehen wir erstmal zu der. Bist du da draußen? Nein. Obskuren ist wieder mehr als charmant. Hallöle! Darf ich kurz stören? Nein, nicht doch. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, das sagt Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Du sagtest... Das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Ist er wirklich tot? Oder doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. Und der Film steht vom Felsen und brüllt in der Gegend rum. Er wird da bestimmt kommen. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich habe täglich eine Kerbe in die Wand geritzt, bis Broms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Die Krieger glauben, dass er tot ist, aber ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. So kannst du deine Lippen nicht synchron, aber ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Werden wir darüber hinwegsehen. Dann lass mich mitkommen. Kein Fall. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Ja, doch. Puppe kümmert sich darum. Keine Sorge. So, wie geht das denn nochmal, das Spielchen? Ja, das ist aber ein Stück weit weg, junge Dame. Hab ich den erwischt? Nee, hab ich nicht. Glückwunsch. Meinen Magen etwas beruhigen. Was ist das denn für eine Hässlichkeit? Na? 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 Ich kann schon was los. Ja.
So, das hat hier die Neugierde mancher Anwesenden entdeckt. Müsst ihr jetzt echt gleichzeitig auf mich zu marschieren? Oh, ihr seid so hier. Ja, nu. Wie sind der Sache in dem Falle? Stiller Schlag nennen die das. Also, der Schlag war still, aber das Tier, das fliegt irgendwie in 1000 Teile. Also. Diesen letzten Kampf hatte mein Medizinboy, glaube ich, das Ding heißt, ganz schön gelitten. Ach, verdammt. Das muss Broms Lager sein. Ich sollte diese Wächter ausschalten. Bin ja schon dabei, Mädchen. Bin ja schon dabei. Blut, doch keine Leiche. Da muss noch mehr stecken. Hallo, ich bin kein Barbar. Das sind halt böse Blecheimer. Was willst du machen? Irgendwas dran machen oder was ist los? Achso, ja, muss ich. Funktioniert nicht aus jeder Position heraus. So. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Wem gehört dieses Messer? Hat jemand Brom damit angegriffen? Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg.
Da, ein Eimer. Komm, Brom, was sage ich hier? Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Die führt genauso viele Selbstgespräche wie ich, die Gute. Immer am Faseln und keiner ist da, der zuhören könnte. Weiß ich nicht. Bei mir weiß ich immerhin, dass ich zuhöre, so, wenn ich rede. Aber ich weiß ja, wie das auch so sieht. Da sind schon wieder so kleine Ochsen. Wer haben wir denn? Zweiter Wächter. Dritter Wächter. Aloy, geht das vielleicht ein bisschen? Steht einfach so mitten im Weg rum. Hack drauf, scheißegal. So, Zeugs mitnehmen und weiter. Wo schicken die mich eigentlich hin, in welche Pampa? Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Kein Kommentar. Die mich jetzt einmal rumgeschickt? Da vorne war doch die Tolle auf dem Felsen. Jetzt bin ich einmal hinten rum und komme jetzt hier wieder an. Sag mal, Leute, ist mir was entgangen? Das ist verrückt. Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Braucht jemand irgendwie einen abgeschlagenen Wildschweinkopf zufällig? Was haben diese Plünderer denn da? Da hinten. Wächter, ne? Ist wieder gut was los hier. Hier geblieben. Gott, an was hängt die denn da jetzt fest? Jetzt plünder das Ding. Plünder den Plünderer. Die Wächter sind gar nicht so nah. Da wohl mal ein Wächter. Wem auch immer ich folge. Er hat ihn. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer.
Nerv nicht, Kleiner. Jetzt wird's laut. Das war nicht so clever von mir gerade gemacht. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen, aber er mich? Kann mir keiner sagen, aber egal. Oh, da ist ja noch einer! Scheiße! Oh Gott, Jo, er steht vor deiner Nase! Kann ich vielleicht irgendwo nochmal so einen Kurs im Bogenschießen belegen? Eieieiei. Was eine Aktion, ey. Diese Vorräte geplündert. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Ich kann sagen, die finde ich gerade so einen Truthahn rum. Okay. Der Schuss ging mal ganz woanders hin. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Manche Menschen wollen die Welt einfach brennen sehen. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, Digga. Aber ist das okay, wenn ich mir die Ente hier an? Das liegt ja da hinten am anderen Ende. Ich geh mal kurz die Ente holen, ja, dann können wir reden. Achso, L3, nicht R3. Ich höre dir nicht zu! Mann. Ich sag doch gar nichts. Du musst erst schwören! Das hält sich eine Weile. So, was hat der da für Probleme? Sie ist meine Schwester! Meine Schwester! Ich muss sie beschützen! Freu dich, ich habe keine Schwester. Boah, kleiner Scherz. Wie komme ich denn hier? Da. Du musst es schwören. Verdammt! Versprich's mir! Was hat der für Probleme? Digga, komm mal down jetzt hier. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue. Okay. Du bist kein Geist. Ah. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Ich. Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Ich sehe eine ganze Menge, aber komm näher, da muss ich nicht brüllen. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom?
Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Aloy, reicht, aber danke. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich... Verletzt? Ich will dir nicht wehtun. Hat er gesagt, er hat einen Schädel eingeschlagen. Aber die Vergessenen. Ihre, nett ausgedrückt. Ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Hm. Jemand kann ich das Wort Urmutter nicht mehr hören, Leute. Ja, da sind ja unsere, wie heißt er denn, Läufer, genau. Läufer, an ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll ich leise. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zart. Na also, braver Junge. Ja. Das ist schon besser. Ja, hab ich ein Reitvieh. Ja. Ich hab nie so ganz geschafft, damit wirklich umzugehen. Lauf. Hey, lauf mal nicht. Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ist ein Läufer. Okay, sorry. Schlechter Witz, aber... Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ja, man kann vom Reiten aus aber auch natürlich fighten, aber das konnte ich nie gut. Deswegen habe ich lieber alles hier bei dem Spiel zu Fuß gemacht, weil das lag mir einfach nicht so... damit ziehe ich halt noch schlechter als bei Red Dead Redemption. Wann sind über Felsen im Weg? Aua! Und dann passiert sowas. Gut, dann eben anders. Nee, Reiten ist bei dem Spiel nicht so mein Ding. Nehme ich mit. Du für eine Hässlichkeit. Ups. Die haben Schwäche für ihr Blitz-Elektroscharm, wenn man das nennt. Habe ich natürlich jetzt noch nichts von. Ist.
Wo kommen die alle auf einmal her? Waren die gerade die ganze Zeit auch schon hier? Hey Leute, gehst du bitte in Deckung? Er sieht uns nämlich jetzt gleich. Hat so einen eigenen Scanner oder so ein Scheiß, ne? Immer schön leise. Das war nix. Warum bin ich immer noch sichtbar? Ich bin doch immer noch im hohen Gras hier. Keiner so recht, aber die kümmern sich offensichtlich nicht weiter drum. Okay, dann gehe ich mal. Ja, mein Pony wurde ein bisschen verletzt. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, das muss ich den Menschen auch immer wieder sagen.